Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und ja, wir sind wieder mal auf dem Mausklett unterwegs. Wir sind bereits in Folge 158 und ich wünsche euch nachträglich ein wunderschönes neues Jahr, weil wie gesagt, gestern haben wir es ja nicht gesehen. Heute ist Dienstag, der zweite beim Originalerscheinen der Folge, deswegen der Spruch, falls das Leute später schauen und sich wundern. Ja, wie gesagt, Folge 158. Und wir waren das letzte Mal mit unseren Kartoffeln unterwegs gewesen, zu der berühmten Konservenfabrik hier. Und da müssen wir erstmal gucken, wo sie hin müssen. So, hier kommen wir rein in das Ganze. Gucken, was haben wir jetzt hier für Bestände? Ich soll nicht lesen. Zwiebeln, Karotten, Tomaten. Mehl, okay, hier auf jeden Fall schon mal nicht. Hier ist Leerpaletten, okay. Kann man hier hinten gucken. Haben wir mal einen schlauen Bogen. Die Vermutung, dass das hier. Mal das ein bisschen schneller so aufmachen. Hier ist Wasser. Hier kriegen wir Schweinefutter raus. Hier ist die Produktionsanzeige. Hier ist der Versand. Ich renne mal so rum hier, mal sehen, was wir hier haben. Abladen. Büro. Könnte mal gucken, ob wir es da probieren. Fahren einfach mal so rum und dann mal durch. Wir haben unsere schönen fast 21.000 Liter gedämpfte Kartoffeln an Bord. Irgendwo müssen wir damit ja hin, ne? Gucken, ob das hier die richtige Abladestelle dafür ist. Hier tut sich irgendwie nichts zum Abladen. Gut, dann fahren wir mal weiter. Gibt es hier noch irgendwelche Stellen zum Abladen? Das sieht nicht danach aus. Hier sieht es auch nicht danach aus. Hier sind wir gleich. Okay. Da kommt Fleisch hin. Da kamen Paletten hin. Wo kommen jetzt die Kartoffeln hin? Da habe ich auch nichts übersehen. Aus wie Halle kommt Fleisch? Paletten. In der Aufzählungsreihe hier hatten wir es nicht dabei. Das waren hier Tomaten. Mehl ganz außen und in der Mitte unsere drei Früchte. Doch, ich Idiot, ich habe selber noch Kartoffeln vorgelesen. Boah, Mann, ich muss manchmal echt aufpassen, was ich hier so mache. So, da geht's hin. Ja, und dann nimmt das auch. Wunderprächtig. So, das, was wir nämlich jetzt auch noch machen sollten oder könnten, während alle anderen Sachen ja noch laufen, ist mit ihm natürlich wieder zurückfahren, klar. Aber mit ihm könnten wir auch noch eine andere Sache machen. Wir könnten ihn schon mal woanders hinstellen. Hä? Woanders hinstellen? Ich kriege die Vermutung, dass wir vielleicht dass wir auch hier ein Fahrzeug brauchen, um nachher den Hopfen zu ernten. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst rankommt. Ich schätze mal, die Rüben, die sehen wir jetzt als letztes, aber Hopfen längst fertig. Deswegen schätze ich, dass einer von den drei LKWs bei den Hopfen gut aufgehoben sein wird. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, werden wir wahrscheinlich den eher für die wechselweises Wegfahren bei Feld 2 und 11 noch benötigen. Dann fahren wir erstmal mit ihm wieder nach Hause. Ja, Feld 13 hier ist, das ist auch schon, das ist mal ein richtiges Ding. Also ordentlich, sag ich da mal so. So. Ja, wir müssen mal gucken, wie weit wir mit unseren 13.000, nee, 30.000 Kompost kommen.
Ich werde jetzt Kompass, glaube ich, nicht mehr extra produzieren. Wir werden ja das verkaufen, was produziert werden kann, aber wir werden ja auf jeden Fall Kompass reinkriegen durch die Kartoffelgeschichte, weil wir ja da als Abfallprodukt auch Kompost haben, nämlich durch die Schalen und sowas, klar. Und unsere Dieselproduktion wirft ja auch noch Kompost ab und die beiden Sachen können wir auf jeden Fall nochmal rüberbringen dann. Weil wir hatten, glaube ich, schon knapp so um die 10.000 Liter jetzt eh schon drin. Wenn wir es erstmal noch eine Runde produzieren lassen, dann sollte das eigentlich kein Ding sein. So, da sind wir gleich zurück. Die Felder hier sind alle so langsam in den letzten Schritten. Das heißt, die 9 und die 10 sind eh schon fertig und hier vorne wird noch fleißig gesät. Das passt also alles. So, ich tue ruhig dahin ab. Da wollen wir nämlich gar nicht hin. Wir wollen hier hin. So. Den fahre ich dann nämlich jetzt auch erstmal eine Runde durch. Bis wir in die richtige Richtung kommen. Und was wir auch noch machen können, ist natürlich morgen nochmal eine Runde die Tiere transportieren. Sprich, das, was wir nochmal gemacht haben, lassen dann, dann am Morgen nochmal das Fleisch produzieren und bringen es dann auch in die Produktion. Das ist ja der nächste Schritt. Dafür sollten wir dann auf jeden Fall schon mal so den Tiertransporter auch wieder zurückholen. Flüssigkeitstransporter sind momentan nicht ganz so akut. So, aber irgendwo hatten wir, der muss noch ein bisschen. Hatten wir den Tiertransport ja noch stehen. Na, haben wir's. Da ist er. Der muss mich wieder bis ganz durch zu den Schweinen, damit er da am Morgen nochmal, am nächsten Morgen nochmal die dicken Sachen rausholen kann. Ja, wie hoch ich war, ist im Prinzip jetzt auch egal. Ich müsste eh überall kreuz und quer fahren. So. Ja, dieses Stück der Straße fahren wir so oft auch nicht. Das, was ihr da vorne seht, mit dem schönen weiß-roten Turm, das ist die Zuckerfabrik. Da müssen wir noch groß was in Auftrag geben. Da können wir noch mal anhalten und gucken, ob wir für die Zuckerproduktion auch nur Zucker brauchen oder ob da noch irgendwas anderes hin muss. Treibstoff oder was weiß ich. Keine Ahnung. Dann halte ich hier mal kurz an, springe mal raus, laufe hier rüber. Guck, wo ich das Produktionsfenster hier finde. Irgendwo ist das ja meistens. Da sieht danach aus. Wir machen schon mal die Hilfe an. So, nö. Simpel und einfach. Sugar Beets rein, Zucker raus. Traumhaft. So wollen wir das haben. So, fix über die Straße. Fast überfahren worden. Okay. Gleich wieder hinter ihm her hier. Und gleich zum Überholen ansetzen. Kackfrech. So. Dabei will ich gar nicht so weit fahren, weil hier schon die Biodieselproduktion. Hier bleiben wir auch kurz stehen. So, einmal raus. Nee, gar nicht. Hier vorne ist das Schild, ja. Können wir auch lesen, ist einfacher. So, es ist noch 100.000 Liter Treibstoff ist noch drin. 27.000 Liter Kompost. Und wir haben bei der Kartoffelproduktion vorhin oder in den letzten Folgen waren auch schon mal 10 gehabt. Also das ist okay. Da sollten wir eigentlich einiges zusammenkriegen können. Jetzt ist er wieder nur so vorbeigefahren. Überholen wir ihn nochmal. Ist auch egal. Wie gesagt, wir müssen halt einmal mit dem Tiertransporter da noch wieder hin. Wenn die Tiere dann verarbeitet sind, brauchen wir im Prinzip nur das Fleisch davon. Und dann könnten wir theoretisch die Wurst verkaufen noch extra. Ja, dann brauchen wir mal den Kühltransporter. Der steht ja bei uns auch noch in der Halle. Und den müssen wir dann auch noch mal los. Ja, nicht wundern, ich halte es jetzt hier einfach immer geradeaus.
fahren jetzt den oberen Weg einmal lang. Hier sind wir schon an der Konservenfabrik. Weil an der obersten Querstraße ist ja der Schweinehof. Der Schweinepferch vielmehr dann eigentlich direkt. Richtiger Hof ist das ja gar nicht. So, Bäckerei und Export, da sind wir auch dann schon vorbei. So. Ja, alles, was wir jetzt anliefern konnten, können, haben wir vorbereitet und angeliefert. So simpel ist es. Was man natürlich testen könnte, ist, ob beim Vorspulen tatsächlich oben der Zähler schneller läuft. Also wir wissen, dass der Stundenlohnpart das nicht mehr ist. Ich mache es mal ein bisschen schneller. Jetzt wieder ein bisschen langsamer. Nö, das zählt oben genauso schnell. Ne? Hier selber auch. Die Frage, warum spule ich jetzt vor, falls sie kommt? Klar, ich will natürlich die Ernte einleiten können auf der 11 und auf der 2. Ne? Da das noch auf dunkelgrün stand, dachte ich mir, ich spule es mal ein bisschen vor. So, das mache ich mal wieder ein bisschen langsamer. Schalte beim Rollen hier einmal ganz kurz rum. Wir sind also noch nicht so weit. Also spulen wir noch ein bisschen vor. So ist es. Ihr seht selber die Lohnzahlung, ne? 91. Die werden beim Spulen nicht so. Ganz am Anfang war es anscheinend wohl so. Ich weiß nicht, ob bei 2017er Variante oder auch bei einer älteren Variante, wenn man dann vorgespult hat, hat man auch schneller oder mehr Lohn bezahlt. Das ist hier jetzt zum Glück überhaupt nicht der Fall. So, ja, hier bin ich natürlich jetzt falsch raufgefahren. Und hier ist der Komposter, hier ist nicht unsere Schweinepferchgeschichte. Macht aber nichts. Dafür brauchen wir einmal nur hier vorne wieder rauffahren. Jetzt sind wir richtig. Den können wir hier im Prinzip schon rückwärts ranfahren. Weil hier vorne irgendwo war die Ausgabe ja. Da nehme ich, glaube ich. Oder? Ja, ist ja nach aus. Oh, Nachfrage für Wolle. Da können wir so viel auch nicht mit anfangen, weil wir sind gar nicht die großen Wollmeister. So, jetzt kann ich mal gucken, wenn ich hier zurückwärts reinfahre, ob das jetzt schon zählt. Ja, ich könnte jetzt Schweine laden. Wir haben 311 drinnen, das heißt, wir wollten ja immer 300 drin behalten hier auf der Karte. Das heißt also, ne, wir müssen hier noch ein bisschen warten, bis wir wieder 38 zusammen haben. So. Jetzt bremse ich das Ganze. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Es ist immer noch nicht reif. Die können doch gar nicht reif sein, oder? Nee. Da ist nur schon Kraut drauf, aber reif sind die nicht. Kraut von fernen aus mal. Ich darf natürlich jetzt möglichst eigentlich nicht zu viel machen. Obwohl, okay, ich könnte das machen und dann wäre ein Teil des Feldes erst reif. Bei Zuckerrüben später, weil wenn das gleich umspringt, dann springt das natürlich dann hierhin. Ne? Da nicht um in die erste Wachstumsphase, weil es noch gar nicht gemacht ist. Weil wir brauchen eh nicht so viel Zuckerrüben. Das heißt, wir bräuchten beim nächsten Mal das Feld eh nicht komplett räumen. Wir müssen ja nur Zucker für die Bäckerei produzieren. Mehr ist das ja gar nicht. Weil das ist ja unsere finale Ernte beim nächsten Mal. So, ja, Trichiale und Dinkel. Roggen ist das, was noch fehlt. So einfach ist das. Und es ist auch noch nicht alles gedüngt. Das ist der nächste Punkt. Das heißt, wenn der nächste Schritt kommt, dann können wir auch düngen. Ja, was ich jetzt sollten wir natürlich möglichst das hier durchlaufen lassen. So sieht es ja nun mal aus. Er steht hier. Ihr seht, dass es auch noch nicht reif ist. Er kann da ruhig so stehen bleiben. Da sind schon die ersten Obstsachen wieder
In der Produktion, Paletten und sowas ist auch nicht das Problem, da brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Das läuft. So, ich skippe nochmal durch. Weil was wir natürlich machen könnten, ist schon mal eine Runde die Drescher nach vorne fahren. So. Weil die können ja auf jeden Fall Richtung dem Ausgang hier hinten fahren. Sprich, da wo das Lager ist, weil da geht es dann gleich rüber zur 11, wenn das zuerst dran sein sollte. Oder halt nach rechts und dann zur 2, ne? So ist es. Aber wie gesagt, das können wir hier schnell erledigen. So. Er ist nämlich auch nicht der schnellste, dass wir uns natürlich sehen, dass wir ein bisschen geregelt kriegen. So, ja, aber während ich das hier nämlich geregelt kriege, sind wir auch leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein solltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch einen passenden Daumen da. Würde mich auch sehr über ein Teilen oder ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.